Die Zeit fliegt. Wir sind schon bei der 6. Folge der Hardware und Tech News. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Andreas Sperling und das sind die Neuigkeiten der Woche. Capcom geht eine Partnerschaft mit AMD ein und stellt für Resident Evil Village Raytracing in Aussicht. 1&1 hat noch ein paar PlayStation 5 auf Lager und versucht damit jetzt Kunden anzulocken. Und AMD kündigt die RX 6700 XT Grafikkarte an. Das alles und noch viel mehr gibt es jetzt. Also lasst mal drüber reden. AMD kündigt eine enge Partnerschaft mit dem japanischen Videospielentwickler Capcom an. So heißt es in einem Tweet: Wir arbeiten mit Capcom zusammen und nutzen Raytracing und AMD Fidelity FX, um die Atmosphäre und Next-Gen-Darstellung in Resident Evil Village zu erweitern. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, ob Raytracing auf dem PC dann für andere Grafikkarten geblockt sein wird. Bereits bei Resident Evil 7 Biohazard gab es von Capcom eine für ein Jahr angekündigte PlayStation 4 VR-Exklusivität, welche nach Ablauf des Jahres nicht aufgehoben wurde. Ich hoffe sehr, dass wir nicht das gleiche Problem bei Grafikkarten bekommen werden. Das Ironische an der Geschichte: Die von AMD angekündigte neue Grafikkarte, die RX 6700 XT, wird unter Umständen nicht mal in der Lage sein, Village mit Raytracing vernünftig darzustellen. AMD selbst gibt an, dass man für Village die RX 6800 XT als minimale Empfehlung für Raytracing nutzen sollte. Ehrlich gesagt kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass Capcom aktiv andere Grafikkartenhersteller wie zum Beispiel Nvidia blocken wird, obwohl sie die technischen Voraussetzungen mitbringen. Die kurzen Clips, die AMD zu den Raytracing-Effekten in Village gezeigt hat, sind schon ziemlich cool und beeindruckend und ich möchte mit meiner 3080 ehrlich gesagt ungern darauf verzichten. Wie seht ihr das Ganze? Fändet ihr einen solchen exklusiven Deal in Ordnung oder geht das zu weit? Sagt es uns in den Kommentaren. Der Himmel ist blau, Wasser ist nass, Google fehlt für Stadia die Erfahrung in der Entwicklung von Videospielen. Was für Außenstehende mehr als offensichtlich war, scheint nun auch die späte Einsicht der Angestellten zu sein. Wired hat dazu einen Artikel veröffentlicht, welcher sich damit beschäftigt, warum Stadia letztendlich gescheitert ist. Auch ehemalige Angestellte kommen darin zu Wort. So erzählt ein Mitarbeiter, welcher natürlich anonym bleiben möchte: Google steckt tief im Entwicklungs- und Technologiegeschäft. Um Inhalte zu kreieren, benötigt man allerdings eine bestimmte Art von Jobrolle, die bei Google so gar nicht existiert. Man konzentriert sich nur auf Stadia als Plattform, aber vergaß das Ganze mit Games zu unterfüttern und erhoffte sich den uneingeschränkten Support der Spieleentwickler. Zwei weitere Quellen sagen, Google hätte eher den Microsoft-Ansatz verfolgen sollen: Kaufe Studios, gib ihnen Geld und lass sie in Ruhe. Videospiele sind nun mal ein sehr kreatives Pflaster und man muss viel Vertrauen und Geld reinstecken, um ein qualitativ hochwertiges Spiel zu erhalten. Ein Vertrauen, welches bei Google wohl aufgrund der internen Strukturen so nicht existiert. Zwar läuft die Plattform aktuell noch weiter, aber mit der Auflösung des hauseigenen Studios hat Google ein eindeutiges Signal gesendet. Es ist auch schon sehr vielsagend, dass Google Stadia im März 2019 angekündigt hat und bereits jetzt wieder einstellt. Der Markt ist hart und umkämpft, wer hier schon nach 2 Jahren trotzig aussteigt und das mit dem finanziellen Background, den Google hat, der hat im Ring nichts verloren. Ein sehr spannendes, wenn auch experimentelles VR-Feature zur Oculus Quest 2 wurde über die Entwickler-Roadmap angekündigt. So sollen zukünftig 120 Hertz möglich sein. Damit wird versucht, Valves Index-Brille Konkurrenz zu machen, welche jedoch standardmäßig 120 Hertz bietet und sogar über einen experimentellen 144 Hertz-Modus verfügt. Trotzdem finde ich das durchaus beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die Quest 2 zum Start mit 72 Hertz daherkam und dann per Firmware-Update auf 90 Hertz gepusht wurde. Wir dürfen sehr gespannt sein, ob an den Gerüchten einer Oculus Quest 2 Pro etwas dran ist, die aktuell durchs Netz schwirren, und mit was für einer Bildwiederholungsrate und vor allen Dingen mit welchem Preis sie daherkommt. Denn der Kampf um den VR-Kunden ist natürlich am Ende auch ein Preiskampf. Und was den Preis angeht, hat Oculus im Vergleich zu Valve die deutlich härteren Boxhandschuhe an. Am Ende des Tages macht es dann doch einen Unterschied, ob eine VR-Brille 349 Euro oder 799 Euro kostet. Der Internetanbieter 1&1 kommt im Zeitalter der notorischen Hardware-Knappheit mit einem Angebot um die Ecke, was man sowohl als großartig als auch shady betrachten kann.
Die PlayStation 5 ist ständig ausverkauft, doch eins und eins scheinen sich einige Konsolen unter den Nagel gerissen zu haben, die sie jetzt zusammen mit neuen DSL-Verträgen verkaufen. Drei PS5-Pakete werden angeboten. Eine DSL 100 Internet Flatrate für 57,98 im Monat, eine DSL 250er Internet Flat für 62,98 Euro im Monat und eine Glasfaser 1000er Internetleitung für 87,98 im Monat, welche jedoch nicht in allen Regionen verfügbar ist. Zusätzlich gibt es noch eine PlayStation Plus Jahreskarte sowie die 1&1 Service Card. Für Leute, die sowieso nach einem neuen Internetanbieter suchen und die Verträge attraktiv finden, mag das ein durchaus verlockendes Angebot sein. Für alle anderen, die gerne eine PlayStation 5 kaufen wollen würden, ist es super ärgerlich, denn die von 1&1 aufgekauften Konsolen fehlen natürlich auf dem Markt. Normal habe ich ja nichts gegen solche Angebote, auch wenn sie selten für den Kunden vorteilhaft sind, aber in diesem Fall hat das Ganze noch einen faden Beigeschmack für mich. Sagt uns doch mal, wie ihr das Ganze seht. Sollte man bei solchen Verknappungszuständen so ein Angebot machen oder lieber warten, bis der Markt sich beruhigt hat? Sagt es uns in den Kommentaren. Neuer Hardware-Treibstoff für unsere Systeme. AMD hat eine neue Grafikkarte angekündigt und präsentiert. Radeon RX 6700 XT heißt das leistungsstarke Stück, läuft auf der Basis des Navi 22 Chips und soll die RX 5700 XT in der gehobenen Grafikkarten Mittelklasse ablösen. Nur für euch zum Vergleich, laut AMD soll die RX 6700 XT es sogar mit der GeForce RTX 3070 aufnehmen können. Dazu wurde auch eine schöne Vergleichsfolie gezeigt, bei der die AMD-Karte bei allen genannten Spielen besser abschnitt, außer bei Cyberpunk 2077 und Watch Dogs Legion. Die Karte ist außerdem Raytracing-fähig und AMD nennt dazu 12 Spiele, welche die Echtzeitstrahlenberechnung mit der RX 6700 XT umsetzen können. Jedoch scheint das Feature nicht zum Verkaufsstart zur Verfügung zu stehen, da es von AMD mit dem Vermerk Coming Soon gekennzeichnet wurde. Besonders beeindruckend dabei ist der Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 479 US-Dollar. Wobei man dazu auch fairerweise sagen muss, dass durch die Hardwareknappheit erneut die Frage im Raum steht, ob und wie lange die RX 6700 XT für diesen Preis zu haben ist. Was jedoch sehr eindeutig zu beantworten ist, ist der geplante Release der Karte. Der ist am 18. März, da ist es soweit und die Karte geht in den Handel. Wollt ihr euch die RX 6700 XT sichern, solltet ihr vermutlich sehr schnell vorbestellen. Und das waren sie, die Hardware-News für diese Woche. Und wie gewohnt gibt es am Ende nochmal einen kleinen Einblick, was wir im Team aktuell so alles treiben. Wisst ihr noch? Alex ist auf der Suche nach einem möglichst leisen Notebook. Dazu hat er zuletzt das neue Razer Blade Pro 17 mit einer RTX 3080 genauer unter die Lupe genommen. Und das ist trotz der enormen Performance beim Spielen tatsächlich nicht besonders laut. Mit den richtigen Einstellungen ist das sogar kaum hörbar. Auch insgesamt ist Alex vom Blade Pro 17 sehr angetan. Neben der flotten Grafikkarte bietet es nämlich einen sehr schnellen 8-Kern-Prozessor von Intel und als besonderes Highlight ein 4K-Touchscreen mit 120 Hertz Bildwiederholungsrate. Den ganzen Test könnt ihr auf gamestar.de lesen und ich verlinke euch wie immer oben den Artikel im Video. Mein Kollege Nils hat sich neue Hardware gegönnt und zwar fürs Bett. Da zockt er gerne mal abends noch ein Ründchen ältere Adventure oder neue grafisch nicht sehr anspruchsvolle Titel wie zum Beispiel Darkest Dungeon oder The Curious Expedition. Das geht zwar auch über Tablets oder Smartphone, zum Beispiel per Streaming vom Haupt-PC oder über ScumVM für Android, am geschmeidigsten findet Nils aber die Lösung per Windows-Gerät. Das passende Convertible kann er dabei nicht nur komfortabel positionieren, wie etwa auf den angewinkelten Knien oder im Dreiecksmodus auf der Matratze stehend, es ist noch dazu schön kompakt und komplett lüfterlos. Und wer Nils kennt, der weiß, wie wichtig ihm möglichst leichte und leise Hardware ist. Das ist eine Sache, die sich scheinbar durchs gesamte Team zieht. Und ja, was ist mit mir? Was gibt's bei mir Neues? Über Instagram hat mir ein Zuschauer geschrieben und mir wegen meiner Konsolenbastelei ein PlayStation 1 Digital Kit empfohlen. Das gibt es übrigens auch für Dreamcast und den N64. Die alten Konsolen bekommen damit einen HDMI-Ausgang und verfügen dann über ein automatisches Upscaling von 240p auf 480i. Außerdem macht es die Konsole automatisch region-free.
Leider ist das Kit aktuell ausverkauft. Ich habe die Hersteller auch schon angeschrieben und gesagt, ich zeige euch gerne im Voraus. Hauptsächlich bekomme das Kit. Bisher blieb die Antwort jedoch leider aus. Aber ich halte euch wie immer gerne auf dem Laufenden, wenn es euch interessiert. Das war es jetzt aber wirklich mit den Hardware und Tech News. Vergesst nicht wie immer auf den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Zocken oder Basteln, was auch immer ihr macht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!